Mein Mann Asgeier und ich möchten euch danken für euren Besuch. Stirb! So, jetzt verpasse ich mir nämlich einen Unsichtbarkeitstrank. Trank Unsichtbarkeit. Für 40 Sekunden. Das muss eigentlich reichen. Ja, nein! Was war das? Ich sehe, jemand muss etwas unternehmen. Jemand muss mir helfen. Nein. Scheiße. Okay, alles klar. Mein Mann Asgeier und ich möchten euch danken für euren Adieu. So, Trank, Unsichtbarkeit, 40 Sekunden. Vittoria, nein! Jemand muss etwas unternehmen. Warum tun die sich gegenseitig weh? Astrid hat mich angewiesen, ein Auge auf die euch Braut zu haben. Wurde ermordet. Sie so meinte, ihr könntet jemand. Hilfe gebrauchen, wenn das Chaos ausbricht. Ja. Ihr seid so gut wie tot. Scheiße, ey, warum bin ich denn... Ja. Ich werde euch töten. Aber warum? Wie entdecken die mich denn oder gehen die davon? Vergnügt ihr euch alle? Bitte esst, trinkt und tanzt an diesem schönsten aller Tage. Scheiße, ich weiß nicht, wie ich heimlich jetzt hier wegkommen soll. Vittoria! Nein! Okay, jetzt, also ich versuche dann jetzt nochmal zu warten. Die Braut wurde ermordet! So hilft doch jemand! Ich versuche dann jetzt nochmal zu warten, bis sich alles beruhigt hat. Ist wohl meine Fantasie mit mir durchgegangen. So, dann warte ich da, bis die wieder alle da stehen. Und dann verschwinde ich mal mit dem Unsichtbarkeitsmoment. Der fällt mir gerade ein. Magie. Haben wir hier nicht irgendwie... Trostzeichen, umwandeln, unerbitterliche Macht. Was denn Unbehagen? Die Schwachen sollen den Tuum fürchten und vor Schrecken fliehen. Ach, wer will denn fliehen? Der Tuum greift in die Leere selbst und verändert seine Form. Du kannst weder verletzt noch... Nee, ist auch scheiße. Okay. Ich schleich dann mal. Scheiße, aber da stehen immer noch so viele. Nun gut. Okay, also ich denke mal besser, wieso werde ich es auf jeden Fall nicht hinkriegen. Dann speichere ich hier jetzt auf jeden Fall mal so. Was war das denn gerade mit entdeckt? So, dann haue ich mir jetzt einen Unsichtbarkeitstrank. Einfach nur aus Sicherheitsgründen. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt auch immer noch brauche. So. Schwubbeli. Astrid hat mich angewiesen, ein Auge auf euch zu haben. Sie meinte, ihr könntet Hilfe gebrauchen, wenn das Chaos ausbricht. Ich versuche, sie so gut wie möglich aufzuhalten. Geht ihr zurück zur Zuflucht. Astrid hat mich angewiesen, ein Auge auf euch zu haben. Sie meinte, ihr könntet Hilfe gebrauchen. Nö, ich komme auch so klar. Ja, es verfolgt mich aber auch halt gar keiner, ne? Ich verbiss mich aber trotzdem jetzt einmal ganz schnell zurück zur Zuflucht. Was da denn noch? Finde das Schwert des Roten Adlers. Oho. Also hier ist auch noch ein riesiger Bereich, in dem wir noch nie waren. So, der ganze Westen, der ganze, ja, Westen, ja doch. Alles Westen, ja, Westen bis Südwesten, alles haben wir, da waren wir noch nie, außer hier einmal in Markert. Also wir haben noch einiges vor uns. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Dam-di-da-di-da-di-dam-di-di. An zwar die dunkle Bruderschaft, an die fünf Gebote gebunden, doch diese sind längst in Vergessenheit geraten. Und die stehen wahrscheinlich nämlich noch ganz schäbig auf dieser Tafel, die ich auch irgendwie ganz am Anfang, als wir das erste Mal in der dunkle Bruderschaft waren, versucht habe, ein bisschen daraus vorzulesen. Aber das ist auch schon wieder so lange her und ach... Aber wir sind bald Stufe 30. Was ist eigentlich Maximalstufe? Ich weiß es gar nicht. Ich meine mich entsinnen zu können, dass es irgendwie 50 wäre oder 60. Damdi, dadi, dadi, damdi, da. Wo wir gerade schon dabei sind. Ich muss noch einmal muss ich noch eben einmal weg. Weil, oh verdammt, jetzt muss ich aber erst überlegen, wo das war.
Und zwar bin ich gerade am Überlegen, irgendwas wollte ich nämlich jetzt noch hochtrainieren. So, erstmal eben immer noch alles zurechtschieben. So, eins wollte ich auf jeden Fall nochmal hochtrainieren, aber ich bin mir gerade nicht mehr schlüssig, was das war. Und zwar war das nämlich entweder hoch. Entweder war das nämlich, so, Moment, ich muss mich gerade noch so ein bisschen richten. Ach, das ist doch irgendwie doof. Doch wieder anders hinsetzen. La 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 la. So. Ich wollte nämlich irgendwas anderes hochtrainieren, wo wir jetzt nämlich mit Taschendiebstahl fertig sind. Ich weiß es aber nicht mehr, was. Ich schau mal eben in meine Fertigkeiten, was das war. Ich glaube, es war. Ah, dazu hatte mir nämlich auch wieder irgendwer geraten, aber ich hab's, naja, ich hab's schon wieder vergessen. Schießkunst einhändig? Nee. Zweihändig blocken. Schwere Rüstung. Schmiedekunst war es gewesen. Glaube ich. Dass wir nämlich hier auch mal magische Waffen und Rüstung und sowas alles verbessern können. Ja, 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 aber wo lernt man denn schmieden? Naja, beim Schmied, ist klar. Beim Schmied der Himmelsschmiede? Kann das sein? Kann der das? Kann der einem das Schmieden beibringen? Ansonsten haben wir in der Diebesgilde oder sowas, haben wir da einen? Nee, oder? Oh Gott, ich weiß es wirklich nicht. Also das müssen wir jetzt eben erst einmal rauskriegen, hilft ja alles nichts. Soll sich ja auch schließlich lohnen. Und mit dem, na toll, ist ja natürlich jetzt wieder mitten in der Nacht. Weil zum Beispiel mit dem Taschendiebstahl, das hat ja echt super geklappt und das ging ja echt sogar einigermaßen schnell. Da könnte es, da fällt mir gerade ein, Gefährtenquest haben wir auch schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Seit wir zum Werwolf wurden und seit der eine getötet wurde. Hey! Hm? Ich brauche Training in Schmiedekunst. Es ist ein ehrliches Handwerk. Ich werde euch beibringen, was ich kann. Ja, ich hoffe. Dann, ja, 470 kostet eine Stufe. Ja, dämmend los. Supi! Gleich eine Stufe Gleich eine Stufe aufgestiegen und da können wir nämlich gleich sofort Ausdauer auf jeden Fall. Können wir sofort, was ist denn nach links? Ne, elf ist, nach links ist elfische Schmiedekunst, was ist das? Kann Schuppenrüstung und Stahlplattenrüstung in Schmieden herstellen und doppelt so effektiv machen. Vulkanglas Schmiedekunst. Spare ich mir den Punkt oder muss ich den ersetzen, dass ich wieder trainieren Ich bin kann? Nicht besonders gesprächig. Es ist ein ehrliches Handwerk. Natürlich. Ich werde euch beibringen, was ich kann. Ihr, das freut mich. Dann, komm, hau mir nochmal 5 Stufen rein. Bam, 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 bam. So, 52. War's das? Jo, das war's. Guck mal da, da können wir nämlich jetzt da oben schon mal orkische Schmiedekunst machen. Bam! So, und da gehen wir nämlich jetzt auch gleich mal da oben an den Schmiedeofen dran. Und dann gucken wir mal, was wir da kredenzen können. Unsere Rüstung hat nämlich bisher... Rüstung. Panzerhandschuhe haben 43... Stahlplattenrüstung hat Rüstung 109. So, und wir können orkischer Dolch. Helm, Schwert. Die hat 94. Die können wir dann aber noch aufrüsten. Dann haben wir auf jeden Fall wesentlich mehr. Und dafür brauchen wir aber noch 4 Orikalkumbarren. Och, du Schande. Na, da gucke ich mal eben, ob wir die haben. Ansonsten müssen wir die bei irgendeinem Schmied noch kaufen.
Orichalcum, aber ich glaube, da haben wir keine mehr von, weil ich glaube, wir haben alles oder so ziemlich fast alles wirklich komplett verbaut, was wir hatten, als ich in der letzten Aufnahme einfach mal alles verballert habe und nur Dolche und Schwerter geschmiedet habe zum Hochskillen. Naja, mit ein bisschen Glück haben wir noch was, ansonsten mit hoffentlich noch ein bisschen mehr Glück, dass wir beim Händler noch was kriegen. Ach, trautes Heimglück allein. Da kann ich gleich mal eben gucken. 365. Ach. Wir können so viel schlüren. Orichalcum-Barren. Erz haben wir. Eisenerz haben wir. Golderz haben wir. Malachiterz, Mondstein. Orichalcum-Erz haben wir. Das nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. 19 Eisenbarren. Ja, da können wir mal eben einmal auch im Inventar gucken. Was wir dann noch so an... Ja, guck mal, Eisenbarren, da können wir auf jeden Fall schon mal 27 wieder hier lassen. So viel brauchen wir ja beim besten Willen nicht. Dann haben wir einen Orichalcum-Barren, also wir brauchen noch 3. Edelstein, Erz, Orichalcum haben wir auch nur 1. Ja, das ist aber natürlich wichtig, dass wir eine Zange dabei haben. Warum habe ich einmal Stein von Barentia und einmal Stein von Barentia 4 Stück? Warum stapeln die sich nicht? Naja, gut. Gut, die Fackeln, Insekten. Boah, wir haben aber ganz schön viel Gold gelassen, fällt mir gerade so auf. Durch dieses ganze Hochleveln. Ist es vielleicht doch irgendwann mal noch so weit, dass ich was verkaufen muss? Barren, Eisen, Gold, Silber, Zwerge, aber kein Edelstein, Ebenerz, Helm. Aber leider kein, ihr wisst schon. Ihr wisst doch, was ich meine. Kein Orichalcum. Mein Gott. Ist doch gar nicht so spät. Ja, ich bin heute auch sehr müde bei Aufnahmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich wollte unbedingt mal wieder... Was machst du hier? Hör auf, hier fremde Schmieden zu benutzen. Adventurer. Hau ab! Guck mich nicht so an. Mal gucken, vielleicht können wir schon mal ein Erz schürfen, schmieden. Nein, können wir nicht. 2 Erz... Orichalcum. Ach, scheiße, da brauchen wir 2 für. Mist. Mist, Mist, Mist. Doppelmist. Ja, keine Ahnung. Müssen wir warten, wa? Huch! Was? Nein! Das war gar nicht so gemein. Tötet sie! Tötet sie? Ich ergebe mich! Ich... Was? Alter, was war das denn? What the? Ich hab doch nur aus Versehen die falsche Taste gedrückt. Boah, und dann haut die mich mit einem Schlag um. Wie heftig war das denn? So, auf? Nein. Warten wir noch 2 Stündchen. Zack, 2 Stündchen. Boah, aber was war das denn? Die hat uns ja einfach mal so umgepustet. Hey, Adriana. Ihr seid jemand, der... Ja. Zeig dir, was du zu verkaufen Helme, hast. So ziemlich alles, was ihr braucht. Ach, scheiße. Ja, das sieht aber nicht gut aus. Das sieht nicht Vergesst gut aus, nicht, Fräulein. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen. Fräulein, Fräulein, Fräulein. Und willkommen in der Kriegsjungfer. Jo. Jo. Klingen, Helme, Barren, so ziemlich Orichalcum, alles, was ihr vier braucht. Stück hatte. Boah, 108, alter Schwede. Aber ist egal, die kaufen wir alle. Hat er auch noch Erz? Erz, Korundum. Ja, Korundum, aber kein Orichalcum. Okay, alles klar? Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Ja, ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich dich sehe. Gut, dann kredenzen wir uns auf jeden Fall jetzt schon mal eine
orkische, mächtige, mächtige orkische Rüstung. Bam. Schmiedekunst verbessert auf 53. So, und die verbessern wir jetzt auch noch. Orkische Rüstung können wir nämlich von 94... Boah, die können wir sogar auf Erlesen machen. Von 94 auf 125. Das ist doch mal ein Wort. Herstellen auf jeden Fall. 43, 51. Gut, ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Die besten Waffen und Rüstungen. Ja, ich kann dir nämlich gerade jetzt mal eben meine alte Rüstung verkaufen. Wenn du da nämlich Interesse dran hast. Die orkische Rüstung erlesen, das ist auf jeden Fall unsere. Aber die Stahlplattenrüstung, die kannst du nämlich haben. So, dann ist das weg. Wir haben wieder ein bisschen Gold. Und ich muss glatt nochmal... Dann gehe ich mal. Ja, und ich muss glatt nochmal gucken, was ich jetzt noch verbessern kann. Aber anscheinend gar nichts. Weil das braucht nämlich alles Orichalcum. Shit. Okay, aber es hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Da können wir ja mal gucken, dass wir nach und nach... Warte mal, kann ich die noch verzaubern? Haben wir hier irgendwo einen Tisch zum Verzaubern? Beziehungsweise habe ich irgendwas, was ich da drauf zaubern kann? Ich schau mal gerade eben bei mir zu Hause. Ja, das ist jetzt irgendwie nur so eine Laufe-Folge oder mittlerweile, ach, ich weiß nicht, auch nicht, so ein Mitten-Zwischenschnitt irgendwie gerade, so wie ich das sehe. Vielleicht mache ich die Folge dann auch wieder länger. Das weiß ich noch nicht, das schaue ich mal. Und da gucke ich mal einfach, ob ich jetzt noch was habe, was ich brauchen kann, wo es sich lohnt, das da drauf zu zaubern.